Jo, Peace Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der zweite Tag aus Mallorca in dieser unglaublich kranken Villa. So geisteskrank. Was wollte ich sagen? Ja, wir haben gerade ein bisschen Krise. Also es ist jetzt inzwischen, glaube ich, 13 Uhr fast und wir haben nichts zu frühstücken, wir haben nichts zu essen, wir haben nichts zu trinken, wir haben nichts. Wir haben eigentlich Essen bestellt und Wasser bestellt über so einen Lieferservice, weil wir halt hier übel am Arsch der Welt sind und kein Auto haben und nichts und halt nichts besorgen können. Und jetzt sind wir hier und ja, er kommt nicht. Dieser scheiß Kekko kommt einfach nicht. Wir haben jetzt die ganze Zeit nichts zu trinken, nichts zu essen, es hat 30 Grad, es ist geisteskrank. Also nichts gefrühstückt, wahrscheinlich Mittagessen wieder aufstehe. Wir hatten gerade kurz einen Hoffnungsschimmer, weil wir so einen Laster gesehen haben. Aber der ist auch wieder, wie gefühlt schon dreimal, an uns vorbeigefahren. Also das ist gerade wirklich richtig, richtig scheiße. Wir tun jetzt einfach schon Wasser abkochen, damit wir was zu trinken haben. Perfekt. Ja, ich weiß gar nicht, was wir heute noch machen. Also dementsprechend, lasst euch überraschen. Wir müssen uns auch überraschen lassen, weil wir auch keine Ahnung haben, was wir machen. Aber es wird bestimmt cool. Auch wenn wir jetzt hier gerade mit Wasserknappheit, Essenknappheit und was heißt Knappheit? Wir haben nicht mal mehr irgendwas. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach, wenn irgendwas wieder passiert. So, kleines Update. Das mit dem Essen hat nicht funktioniert irgendwie. Das heißt, wir müssen jetzt nachher extra nach Palma in die Stadt fahren und irgendwie das ganze Essen holen. Das heißt, wir mieten wahrscheinlich jetzt auch noch ein Auto. Alter, das ist wirklich so eine Scheiße. Wir haben jetzt nichts zu trinken, nichts zu essen, gar nichts. Wir wissen jetzt auch nicht, Lieferdienste gibt es hier gefühlt auch nicht. Das ist halt das einzige Beschissene, wenn man hier ein bisschen weiters mal weg oder weiters weg ist. Das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir jetzt einfach den Tag hier verbringen. Aber ich meine, es gibt Schlimmeres. Also mit der Aussicht kann man leben. Man kann hier sein. So, also wir haben jetzt Wasser organisiert bekommen. Wir waren einfach bei irgendwelchen, die auch hier eine Villa haben, also halt einfach irgendwelche Nachbarn, und haben die gefragt, ob die uns Wasser geben können oder ob wir das Ding abkaufen können. Ausleihen, Wasser ausleihen, I don't. Haben es jetzt auch bekommen, das ist jetzt ganz nice. Essen hatten wir zwar immer noch nichts, aber wir gehen jetzt dann einkaufen, dann holen wir uns ein Auto und dann mal schauen. Also, wird auf jeden Fall ein teurer Spaß, dieser Urlaub. Jetzt so seht ihr einfach noch so eine Tischtennisplatte. Übel wild. Aber die Schläger sind ein bisschen. Ue. Naja. Ich nehme euch auf jeden Fall natürlich wieder mit, wenn wir dann losgehen. Wir sind noch alle komplett leer, weil wir, wie gesagt, seit keine Ahnung, wie viele Stunden kein Essen mehr hatten. Alter, wir müssen einfach an der Straße jetzt zu diesem scheiß Autoverleih laufen, weil es hier keinen richtigen Gehweg hat. Das ist es. So, der Bremstest. Ey, schön mal, ich möchte wirklich, dass wir jetzt das ist einmal jetzt unser Auto, das ganze Auto Hyundai. Abchecken. Ich filme jetzt einfach mal das ganze Auto. Das waren Klebereste. So, wie ihr gesehen habt, wir haben jetzt das Auto, habe ich gerade schon gesagt. Kannst du nicht gucken? Ich muss Video machen. Lauf! So, wir waren jetzt noch einkaufen, wie ihr vielleicht gesehen habt, mit dem Auto. Das ist echt ein wildes Auto. Da habe ich auch gar nicht so viel gezahlt, aber es geht echt fit. Das ist so ein SUV. Ja, ich habe es euch ja schon gezeigt. Ihr habt es ja gesehen. Jetzt kochen wir uns noch schön lecker Reis mit Hackfleischsoße und in so einer Paprika, also in so Paprika eingehüllt. Also ich esse ohne Paprika und ein paar andere auch, weil wir sind nicht so die Paprika-Fans. Dann essen wir und dann schauen wir. Eventuell gehen wir heute noch in den Club bzw. in den Ballermann. Vielleicht machen wir das aber auch erst morgen. Wissen wir noch nicht. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja.
Ja. Jetzt bitte. Hab ich gemacht. Bist du vor? So, ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Wir haben jetzt nicht mehr arg viel gemacht. Wir haben jetzt, oder wir sind jetzt gerade noch ein bisschen am bisschen was trinken aufentspannt. Ich spiele gerade ein bisschen Bierpong. Habt ihr vielleicht auch gerade im letzten Clip gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was alles davor passiert ist. Ich glaube nicht mehr so viel Spannendes. Heute war ein relativ entspannter Tag. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst Like, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um die nächsten Tage nicht zu verpassen. Es kommen natürlich noch weitere Videos online aus diesem Urlaub. Also ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.